Guten Abend, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rundum Gesund. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Leider ist das irgendwie bei Annie heute nicht der Fall. Es sieht ein bisschen so aus, als hätte sie Bauchschmerzen. Doof, dass sie uns das nicht sagen kann. Da ist sie so ein bisschen wie ein Kind. Wenn ein Kind krank ist, dann kann es die Schmerzen oder die Ursachen ja auch oft nicht genau beschreiben. Und darum geht es heute bei uns, um die Frage, wie gehen wir mit Kindern um, wenn sie Schmerzen haben? Vor allem, wenn die Schmerzen immer wieder kommen, also wenn sie chronisch werden. Als erstes wollen wir Sie allerdings an Ihre Hausapotheke erinnern. Das ist ja so die erste Anlaufstation, wenn man irgendwelche Zipperlein hat. Was haben Sie denn da drin? Ich schätze mal Hustensaft, Nasenspray, Tabletten und so weiter, möglicherweise noch von der letzten Grippe übrig und deshalb vielleicht auch schon längst abgelaufen. Wir haben zusammen mit einem Apotheker den Medizinschrank einer Familie inspiziert. Tabletten, Tropfen und Salben braucht jeder irgendwann. Ist man wieder gesund, bleiben die Reste im Schrank. Bis zum nächsten Mal. Doch Arzneimittel halten nicht ewig. Das Verfallsdatum unterscheidet sich von Medikament zu Medikament. Doch sind sie auch nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums genießbar? Apotheker Jonas Ohlwein weiß Bescheid. Arzneimittel sollte man generell nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatum nicht mehr anwenden. Ob das jetzt Lutschtabletten sind oder normale Tabletten oder Augentropfen, Nasensalbe, Hustensaft. Niemand garantiert Ihnen, dass da wirklich noch die volle Wirkung da ist. Deswegen sollte man davon absehen. Halten sich die Menschen an Mindesthaltbarkeitsdaten? Gemeinsam mit dem Apotheker besuchen wir Familie John und wollen uns von ihr das Medikamentenschränkchen zeigen lassen. Ich gucke jedes Mal drauf auf die Packung. Sind die abgelaufen, sind die nicht abgelaufen? Bei den Kindern und bei mir ganz genauso. Also ich gucke schon drauf, bevor ich was nehme. Aber ich muss auch sagen, wenn jetzt irgendwie, weiß ich nicht, die Kopfschmerztablette so ein paar Monate abgelaufen ist, dann nehme ich die ehrlich gesagt schon, weil ich denke, was soll denn jetzt daran schlecht geworden sein? Und mir ging es auch noch nie schlecht, wenn ich mal so eine etwas abgelaufene Kopfschmerztablette genommen habe. Apotheker Jonas Ohlwein sortiert erst einmal aus. Und da kommt einiges zusammen. So, Magnesium. Gucken wir uns das mal an. Oh, auch. Sehr adäquat abgelaufen. 03/2014. Na ja, 4 Jahre, ne? Also, das ist sicherlich auch, kommt auf unseren Stapel von den Sachen, die dann entsorgt werden können. Hier Vitamin D3 als Öl. Da haben wir zum Beispiel so einen klassischen Vertreter. Hier ist etwas klein aufgedruckt, aber auch für jeden zum Nachlesen. Hier könnte man schauen, zum Beispiel nach dem Öffnen innerhalb von 6 Monaten aufbrauchen. Auch ein klassischer Fall. Das geht dann schnell mal verloren, so die Message. Ne? Wobei ich mich immer frage, ist das denn jetzt wirklich so schlimm, wenn ich das auch noch nach 8 Monaten verwende? Oder grundsätzlich ist es so, keiner haftet mehr dafür, dass das funktioniert. Sie wissen nie genau, was mit Ihrem Arzneimittel danach passiert. Schlimmstenfalls wirken sie nicht mehr. Man sollte bei allen Medikamenten, insbesondere bei solchen für Notfälle, darauf achten, dass sie aktuell sind. Äußerlich sieht man das den meisten Medikamenten nicht an. Das MHD ist die einzige Orientierung für den Verbraucher. Man merkt doch, dass man extrem viel irgendwie anhäuft und auch Sachen, die hat man halt irgendwann mal verschrieben bekommen und dann liegen die da in dieser Apotheke rum. Ich muss sagen, bei manchen Medikamenten wusste ich gar nicht mehr, wogegen ich die bekommen habe und warum und wieso. Also eigentlich könnte man da tatsächlich viel früher mal gucken und das Zeug wegschmeißen und dann hat man halt auch nicht so viel da rumfliegen und wenn es mal nötig ist, dann findet man halt wahrscheinlich auch einfach schneller das, was man braucht. Neben dem abgelaufenen Haltbarkeitsdatum gibt es eine weitere Gefahr. Bakterien. Beim Zusammenrollen von Geltuben kann die Verpackung beschädigt werden. Wenn man das dann nach der Verfallsfrist noch nutzt, dann kann es natürlich sein, dass man da einfach sich Bakterien auch kultiviert. Denn Gele, das kann man sich so ein bisschen vereinfacht vorstellen wie Gelatine. Wenn man die einfach offen stehen lässt, das ist ein idealer Nährboden auch für Bakterien jeglicher Art. Und da kann man das auch einfach vermeiden dann in dem Fall. Indem man die Tube nicht rollt und Beschädigungen vermeidet. Ein weiterer Tipp für die Hausapotheke? Bei Medikamenten, die nach Anbruch nur noch eine gewisse Zeit nutzbar sind, sollte das Öffnungsdatum auf Flasche oder Packung notiert werden.
Das Ausmisten gehört natürlich dazu, das ist ganz klar. Dann gibt es so ein grobes Sammelsurium an Produkten, die man immer mal wieder braucht. Da lohnt es sich dann immer mal, vielleicht eine kleine Packung zumindest auf Lager zu haben. Und ansonsten gibt es halt einfach dann natürlich auch die Lagerung, die zu beachten ist. Jeder kennt den wichtigen Satz, Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Aber auch natürlich die Temperaturen sollte man bei den ein oder anderen Arzneimitteln auf jeden Fall natürlich kontrollieren. Man sollte Arzneimittel nicht über 25 Grad lagern im Allgemeinen. Abgelaufene Arzneimittel können heute in den meisten Städten und Landkreisen über den Hausmüll entsorgt werden. Toilette und Spüle sind dafür tabu. Mehr Informationen dazu gibt's unter arzneimittelentsorgung.de. Familie John hat jetzt endlich Ordnung in der Hausapotheke. Das Ergebnis heute war ziemlich furchtbar, ziemlich überraschend furchtbar, weil extrem viele Sachen sehr lange abgelaufen waren. Das hätte ich nicht erwartet, aber das war ganz gut, das mal durchzugucken. Also ich glaube, ich würde jetzt doch schon mal so vielleicht so einmal im Jahr einfach mal alles durchgucken und schauen, ist da Zeug dabei, was wirklich einfach abgelaufen ist oder was auch so ein spezielles Medikament ist, dass man das eigentlich auch wirklich gar nicht mehr brauchen kann. Auch wenn die Hausapotheke nun stimmt. Die nächste Erkältung lässt hoffentlich lange auf sich warten. Ja, und wie immer gilt, wenn Sie Medikamente in Eigenregie nehmen, denken Sie dran, es könnte zu Wechselwirkungen kommen, auch bei rezeptfreien Präparaten. Und deshalb lieber einmal mehr den Arzt oder Apotheker fragen. Wenn ich von der Erkrankung Rheuma höre, dann verbinde ich ehrlich gesagt das erstmal mit älteren Menschen. Aber auch Kinder sind betroffen. Ungefähr 40.000 Kinder und Jugendliche leiden an entzündlich-rheumatischen Erkrankungen. Für sie gehören Arztbesuche, Krankenhausaufenthalte, Schmerzen und regelmäßige Medikamente zum Alltag. Wenn die Erkrankung allerdings rechtzeitig erkannt wird, dann können langfristige Schäden an den Gelenken meist vermieden werden. Das Stuttgarter Olga-Hospital hat sich auf die Behandlung junger Rheumapatienten wie die 7-jährige Sophia spezialisiert. Es ist uns schon aufgefallen, dass sie viel so in sich gekehrt ist, viel trauriger. Eigentlich ist sie ein fröhliches Kind und das ist sie schon lange nicht mehr. Und sie hat auch ganz arg abgenommen in der Zwischenzeit. Von da, wo die Schmerzen auftreten sind, bis wir jetzt wussten, was es tatsächlich ist. Also sie hat sich schon verändert. Seit einem halben Jahr hat Sophia ständig Schmerzen, zuerst im Oberschenkel. Das haben wir halt auf eine Zerrung oder so geschoben. Und nachdem es nicht besser wurde, hat man gesagt, es kommt vom Wachsen. Da die Schmerzen aber so für Wachstumsschmerzen sehr untypisch waren, haben wir es dem Kinderarzt gesagt und der hat sich eigentlich gleich schnell drum gekümmert. Bald steht fest, Sophia hat Rheuma. Heute untersucht Dr. Glowatzki im Olga-Hospital am Klinikum Stuttgart ihre Gelenke. Gucken wir nach dem Handgelenk noch. Ist auch schon leicht eingeschränkt von der Untersuchung. Normalerweise wird man erwarten, dass das Handgelenk nach oben noch weiter aufklappen kann. Gell? Und vor allen Dingen aber nach unten, merken Sie selber, sie zuckt hinten weg. Ja. Wenn ich die randrücke, tut das dann weh? Ja. Hier im Kinderrheumazentrum soll die weitere Behandlung für Sophia überlegt und auch schon begonnen werden. Hast du zu Hause auch Probleme? Ja. Ja, tut dir was weh, oder? Beim Flasche aufmachen und beim Schuhbinden. Tut es denn morgens auch weh bei dir? Ja. Ja. Und schon, merkst du, dass du, wenn du gelaufen bist, dass es dann besser wird? Ja. Ja. Das ist im Sinne von so einer Morgensteifigkeit, wie das dann eben auftreten kann. Die Morgensteifigkeit in den Gelenken, verbunden mit Schwellungen und Schmerzen, ist typisch für rheumatische Beschwerden. Hellhörig sollte man werden, wenn es länger andauert, nicht nur ein paar Tage, sondern über Wochen auch da ist. Und vor allen Dingen, wenn die Schmerzen am Morgen auftreten und nicht bei Belastung auftreten. Auch die Ultraschalluntersuchung zeigt typische Symptome. Und hier in der Mitte sollte eigentlich kein Erguss sein, sondern nur ganz wenig Erguss sein. Und hier sieht man schon, dass hier alles Schwarze im Ultraschall ist Wasser. Die Flüssigkeit im Gelenk ist ein Entzündungszeichen. Jetzt kann Sophia auch mal selber sehen, wie es in ihrem Körper aussieht. Seit wir wissen, was es ist, geht es uns alle besser. Für sie, weil sie weiß, dass sie sich nicht eingebildet hat. Und uns eigentlich auch, weil man jetzt weiß, noch was man gucken muss. Wenn man es dann weiß, beruhigt es einen auch. Natürlich ist es ein hoher Berg, was man jetzt vor sich hat. Aber ich denke, das kriegen wir wieder nach. Sind wir hier in guten Händen.
Das weitere Vorgehen wird mit dem Leiter des Kinderrheuma-Zentrums Dr. Horsbach besprochen. Jetzt gilt es, den Entzündungsprozess in den Gelenken zu stoppen. Dafür wird Sophia Medikamente mit nach Hause nehmen, die ihr gespritzt werden müssen. Für ein kleines Mädchen ist das eine große Sache. Aber wir würden das so zuschneidern, die Therapie, dass du keine Nebenwirkungen hast davon. Bist du ein bisschen nervös, was auf dich zukommt? Ja, aber wir schon sehen, das kriegen wir zusammen hin. Spezialisierte Rheumazentren für Kinder wie in Stuttgart haben den Vorteil, dass alle Fachbereiche eng beieinander liegen. Doch warum trifft Rheuma auch Kinder? Die Ursache ist bis zum heutigen Zeitpunkt nicht bekannt. Warum Kinder auch Rheuma bekommen können, ist übrigens auch bei den Erwachsenen nicht bekannt. Wir wissen nur so viel, dass was mit einer Autoimmunerkrankung zu tun hat, bei der es Reaktionen autoaggressiver Zellen gegen körpereigenes Gewebe kommt. Und infolgedessen entzünden sich diese Strukturen, in dem Fall die Gelenkschleimhaut. Bei Sophia sind mehrere Gelenke betroffen. Vor allem die Hüfte, die Knie, die Handgelenke. Gut zu sehen auf den MRT-Aufnahmen. Die Zusammenarbeit zwischen den Fachdisziplinen ist wichtig bei solch einer komplexen Erkrankung wie dem kindlichen Rheuma. Die Rheumatologen arbeiten auch eng mit dem Schmerzzentrum Baden-Württemberg in der Klinik zusammen. Denn der Schmerz kann sich festsetzen, auch wenn das Rheuma behandelt ist. Das Kind hat Rheuma, das Rheuma ist aber im Griff und die Schmerzen gehen nicht weg. Woran liegt das? Liegt das daran, dass das Rheuma doch noch nicht so optimal behandelt ist? Muss man das verbessern? Oder liegt das daran, dass sich eine chronische Schmerzstörung entwickelt hat, die eigentlich mit dem Rheuma direkt gar nicht mehr so viel zu tun hat? Das Rheuma war mal in der Vergangenheit Ursache dafür, aber jetzt ist eine zweite Krankung dazugekommen. Solche chronifizierten Schmerzen können natürlich auch bei Erwachsenen auftreten. Der große Unterschied ist, dass Kinder noch ein junges Gehirn haben und die Muster nicht so eingefahren sind, sodass wir unglaublich viel größere Chance haben, die auch wieder gesund zu kriegen, wieder schmerzfrei zu kriegen. Bei Sophia steht zunächst der akute Schmerz im Vordergrund. Sie bekommt für ein paar Tage hochdosiertes Cortison, um die Entzündung in den Gelenken zu stoppen. Sophia muss jetzt viele Medikamente nehmen, sonst droht eine Zerstörung ihrer noch jungen Gelenke. Dann können irreversible Folgeschäden auftreten, also unumkehrbare Schäden des Skelettsystems mit sogenannten Kontrakturen, Einschränkungen der Gelenkbeweglichkeiten, die sich möglicherweise bis ins Erwachsenenalter projizieren und darüber hinaus eine Person dann ein lebenslanges Problem haben kann. Sophia hat einen langen Weg vor sich, den sie aber nicht alleine gehen muss. Wir hoffen, dass es wieder ganz gut wird. Hin uns auch alle Hoffnung macht, wenn man es in dem Alter schon kriegt, dass es auch wieder ganz weggeht. Und da hoffen wir drauf. Ja, unser Gast kennt sich mit Kinderschmerzen aus, der Kinder- und Jugendarzt Professor Dr. Boris Zernico. Herzlich willkommen. Sie leiten das Kinderschmerzzentrum in Datteln, haben also ja tagtäglich mit solchen Patienten wie Sophia zu tun, ne? Welche Altersrange kommt bei Ihnen so? Von 0 bis 25 Jahre. Alles? Alles. Alles im genau. Angebot. Die im Mittel sind die Kinder so um 13 Jahre, das ist so das Häufigste. Aber wir sehen, dass sowohl es immer früher anfängt mit den chronischen Schmerzen bei Kindern, als auch, dass junge Erwachsene kein Behandlungsangebot finden und dann auch noch ins Deutsche Kinderschmerzzentrum kommen. Dann lassen Sie uns doch gleich zu Anfang jetzt mal anhand von Annie diese Begrifflichkeit klären, nämlich akuter und chronischer Schmerz. Worin besteht der Unterschied? Ja, erstmal muss man sagen, dass Schmerz immer im Kopf ist, also immer das Gehirn beteiligt. Auch wenn jemand vielleicht Bauchschmerzen empfindet? Auch wenn jemand Bauchschmerzen empfindet, denkt er, da ist vielleicht im Bauch was kaputt, wie man das hier sieht. Also nehmen wir mal an, da ist eine Gewebszerstörung, da ist also etwas kaputt. Ja. Und in dem Moment, wo etwas kaputt ist, nehmen Nervenfasern das auf und leiten das weiter. Und diese Weiterleitung findet zunächst mal zum Rückenmark statt. Mhm. Und vom Rückenmark steigt es auf ins Gehirn. Das Wichtige ist aber, dass schon im Rückenmark ganz viele Verschaltungen sind und der Schmerz verändert werden kann. Also er kann verringert werden, aber er kann auch ansteigen. Mhm. Und dann passiert im Gehirn ganz, ganz viel. Dort gibt es eine sogenannte Schmerzmatrix. Es gibt also nicht einen Ort im Gehirn, wo der Schmerz abgebildet wird, sondern ganz viele Dinge. Weil Menschen Schmerzen ja nicht nur lokalisieren, sie sagen, das ist der Bauch, sondern sie sagen auch, das tut weh, also eine Schmerzstärke. Sie sagen, das ist unangenehm.
Also es ist nicht schön. Und dann kommen vielleicht so Sachen, was ist das denn da in meinem Bauch? Also gewisse Gedanken und vielleicht auch Gefühle, das macht mir Angst. Und dann sieht man ja noch eine Bewegung, sah man am Anfang, also man krümmt sich zum Beispiel bei Bauchschmerzen. All diese Aspekte regelt unser Gehirn. Und deswegen muss das Schmerzsignal, was ankommt, im Gehirn ganz viel verschaltet werden, um all diese Areale des Gehirns zu aktivieren, die dann all diese Dinge, die ich beschrieben habe, auslösen. Das ist bei akutem Schmerz der Fall. Da gibt es irgendeine körperliche Ursache. Inwiefern unterscheidet sich akuter von chronischem Schmerz? Beim akuten Schmerz ist etwas kaputt. Ja. Und das haben wir in Ihrem Video sehr schön gesehen. Da ist eine rheumatische Erkrankung, die zerstört Zellen. Diese Zerstörung von Zellen führt zu einem Schmerzreiz, den das Kind fühlt und auch lokalisieren kann. Also das Gelenk tut weh. Dann sah man aber auch, sie hat sich zurückgezogen, also sie reagiert auf den Schmerz. Sie hat ein schmerztypisches Verhalten gehabt. Also wenn man die Hand aufbiegt, hat sie dagegen gehalten. Weil je mehr man da Druck ausübt, desto mehr tut das weh. Das ist alles typisch für einen Akutschmerz. Beim chronischen Schmerz ist es so, dass sich sowas wie ein Pfad ins Gehirn eingebrannt hat, der Schmerz signalisiert, aber es muss gar keine körperliche Ursache vorliegen, habe ich das richtig verstanden? Nein, das haben Sie komplett falsch verstanden. Komplett falsch, dann berichtigen Sie. Also, es gibt eine Ursache, aber diese körperliche Ursache muss nicht ein Gewebsschaden sein, also es muss nichts kaputt sein, sondern es kann sein, dass das Nervensystem empfindlicher geworden ist auf den Schmerz. Ja. Oder auch auf andere Reize. Und das sehen wir ja, wenn wir den chronischen Schmerz uns mal angucken. Da tut der Bauch immer noch weh. Ja. Es kann aber sein, dass der Bauch sagt, mir tut es weh, da sind Schmerzen, schon bei den normalen Wellen, die ablaufen in Ihrem Darm. So dass da nichts kaputt ist. Und das normale Peristaltik, nennt man es ja, die abläuft im Darm, tut Ihnen schon weh. Und das liegt daran, weil im Rückenmark oder auch im Darm oder im Gehirn diese Reize als Schmerz missverstanden werden. Das ist das, was das Gehirn gelernt hat. Und man kann sich das am besten so erklären, dass die Schmerzschwelle, ab der es weh tut, die ist normalerweise hier. Und wenn es ganz weh tut, eine Blinddarmentzündung, ist der Schmerzreiz hier und dann feuert das und das Gehirn merkt es. Beim chronischen Schmerz ist die Schmerzschwelle abgesenkt, hier, unter den Tisch. Okay. Und dann tun auch normale Dinge, tun dann plötzlich weh. Also zum Beispiel die normalen Peristaltik des Darms oder bei dem Kind mit Rheuma. Das Rheuma ist im Griff, die Entzündung ist eigentlich im Griff, aber es sagt, immer wenn ich mich bewege, tut es weh. Und die normale Bewegung, die vorher nicht wehgetan hat, tut hinterher weh. Und das ist dieses Schmerzgedächtnis, nennt man das. Das Nervensystem hat Schmerz gelernt und springt jetzt an, auch wenn ein Schmerzreiz, also zum Beispiel ein Gewebschaden, gar nicht da ist. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man nicht sagt, da ist nichts oder man hat nichts, sondern es ist etwas im Gehirn oder in den Nervenzellen. Es ist nur nichts kaputt. Das ist der Unterschied. Das Spannende ist doch aber, dass bei Kindern es häufig vorkommt, dass die über Bauchschmerzen klagen. Warum denn ausgerechnet immer Bauchschmerzen? Der Bauch ist ein ganz komplexes, ganz großes Nervensystem und da funktioniert bei den Kindern ja ganz viel. Und da projizieren junge Kinder alles rein. Also ganz junge Kinder, über die reden wir aber hier nicht so sehr, aber ganz junge, halten alles für Bauch, weil sie nicht so gut den Schmerz lokalisieren können. Wenn die Kinder älter sind, schon wenn sie in der Grundschule sind, können sie ganz genau sagen, ich habe Kopfschmerzen, ich habe Bauchschmerzen oder ich habe Gelenkschmerzen. Okay. Wie gehe ich denn dann richtig mit einem Kind um, das mir sagt, heute habe ich Bauchschmerzen? Man ist ja immer als Elternteil möglicherweise dazu verleitet zu sagen, ja, jetzt will sich da jemand um eine Klassenarbeit drücken oder um Hausarbeiten. Echt? Das würden Sie denken? Naja, ich sag mal, wenn Bauchschmerzen jede Woche einmal vorkommen, dann wäre ich schon verleitet, so zu denken. Aber Sie haben jetzt schon wieder etwas gemacht, Sie haben die Häufigkeit schon genannt, wenn Bauchschmerzen einmal die Woche vorkommen. Ja. Also erstmal ist es so, Bauchschmerz ist das erste Mal da. Und dann ist es wichtig, dass die Eltern mit einem Arzt zum Beispiel zusammen mit einem Kinderarzt gucken, ist es jetzt der akute Schmerz, ist es ein Hinweis auf eine Blinddarmentzündung oder ist es der chronische Schmerz. Wenn Schmerzen jetzt immer wieder auftreten, dann kann es sein, dass man eher etwas hat, wo das Gehirn diesen Schmerz gelernt hat. Und dann braucht man Hilfe, auch wie ich damit umgehe. Denn das Allerwichtigste, dass man dem Kind erstmal glaubt, das Kind hat wirklich Schmerzen.
Es sagt das nicht nur und es sagt das auch nicht, um die Klassenarbeit zu vermeiden. Es kann aber sein, dass ein Kind, welches Angst hat, in die Schule zu gehen, weil es gemobbt wird, weil dort eine Klassenarbeit ist, dass das Gehirn dann so aufmerksam ist, wegen der Angst, dass es Schmerzreize aus dem Bauch besser lernt. Und dass das dazu führt, dass eine chronische Schmerzkrankung entsteht. Mhm. Und dann müssen Sie zwei Wege gehen. Sie müssen das Gehirn umlernen, dass der Schmerz wieder verlernt wird. Aber Sie müssen natürlich auch die Angst behandeln, die das Kind hat, wenn es in die Schule geht. Sie müssen das Mobbing abstellen. Sie müssen gucken, hat das Kind zum Beispiel eine Lese-Rechtschreibschwäche. Mhm. Hat es immer Angst, wenn es was schreiben muss, weil es das nicht kann. Mhm. Um das rauszufinden, ja. Wie wäre denn da meine erste Anlaufstation? Müsste ich dafür mit dem Kind zum Arzt? Oder? Ja, also ja. Gut wäre, man geht in ein Zentrum, wenn sowas ganz häufig ist, was sich damit auskennt. Sie haben eben schon das baden-württembergische Kinderschmerzzentrum gesehen. Wir sind das deutsche Kinderschmerzzentrum in Datteln im Ruhrgebiet. So ein Zentrum, da sitzt nicht nur ein Arzt, sondern ganz, ganz wichtig, da sitzt auch ein Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut. Ja. Weil das Gehirn umtrainieren und gucken, wie kann ich denn mit dem Grundschmerz umgehen, da sind die Kinder- und Jugendpsychotherapeuten viel besser als wir Ärzte. Und eigentlich müsste hier ein Psychologe stehen und kein Arzt. Wir gehen jetzt aber mal zu Ihnen. Danke bis hierhin erstmal. Denn jedes Jahr kommen ja mehr als 1000 junge Patienten aus ganz Deutschland in das Zentrum von Professor Zernikow, das Kinderschmerzzentrum in Datteln, und suchen da Unterstützung bei chronischen Schmerzen. So wie zum Beispiel Jennifer. Bei ihr sind Schmerzen inzwischen zu einem Teufelskreis geworden. Vor einem Jahr hat es angefangen. Jennifer hat Knieschmerzen, die nicht mehr aufhören. Damit angefangen, dass ich nur noch zu Hause war und gar keinen Sport mehr gemacht habe oder mit Freunden unterwegs war, sondern am liebsten einfach nur in meinem Zimmer war. Eigentlich ging es mir dauerhaft schlecht und ich wollte irgendwie auch nur schlafen und meine Ruhe haben, weil mir das halt alles so weh tat. Die Schmerzen im Knie, hervorgerufen durch gutartige Vermehrung von Bindegewebe, werden immer schlimmer und bestimmen letztlich Jennifers Leben. Sie war sehr zurückhaltend, auch, sag ich mal, sehr traurig. Und also man konnte selber, es tat einem weh, wenn man sie im Zimmer gesehen hat und sie halt dann nicht so viel unternommen hat wie früher. Der Kinderarzt empfiehlt einen Aufenthalt im Deutschen Kinderschmerzzentrum in Datteln. In 3 Wochen lernt sie mit ihrem Schmerz anders umzugehen, mit erstaunlichem Ergebnis. Ich bin ja auch auf Krücken gelaufen und momentan ist es halt so, dass ich überhaupt keine Krücken mehr brauche und ganz normal wieder laufen kann. Und das, obwohl die Einschränkung am Kniegelenk weiterhin vorhanden ist. Aber der Schmerz hat Jennifers Leben nicht mehr im Griff. Sie versteht jetzt die Zusammenhänge in ihrem Körper viel besser. Du erinnerst dich, wir haben damals gar nicht so sehr vom Kniegelenk und von der Muskulatur und den Sehnen und Bändern gesprochen, sondern vom Gehirn. Und das ist unsere Schaltzentrale, wo Schmerzwahrnehmung und Schmerzverstärkung stattfindet. Der Arzt und die Psychotherapeutin möchten, dass Jennifer den Schmerzablauf versteht. Was spielt sich im Gehirn ab? Was verstärkt den Schmerz? Oft sind es Puzzlesteine, die zusammengehören und nicht ein einzelner Faktor. Und deshalb sprechen wir vom Biologischen, vom Körperlichen, vom Sozialen, von dem, was unser Verhalten ausmacht, und vom psychischen Modell. Das biopsychosoziale Modell berücksichtigt auch das Zusammenspiel von Gedanken, Gefühlen, Stress und Sorgen. Ängste machen ja auch viel Anspannung, so innerlich, dass man sich fragt, wie geht das weiter, komme ich da noch mal von weg? Und das zeigt sich auch in so muskulärer Anspannung. Weißt du das noch, ob bei dir Anspannung so eine Rolle gespielt hat? Ja. Gut, dann hast du vorhin schon mal gesagt, ganz schwierig war auch das Gefühl, die anderen verstehen dich nicht. Wie das denen wohl ging? Also die haben sich auch sehr, sehr Sorgen gemacht um mich und wussten auch nicht ganz, was sie jetzt tun sollen. Eigene Ängste oder besondere Aufmerksamkeit, zum Beispiel durch Freunde oder Familie, können Schmerzen verstärken. Auch Jennifers Mutter lernt dazu und denkt um. Nicht ständig zu fragen, wie geht's dir heute, hast du immer noch Schmerzen, dass man nicht ständig sie auf den Schmerz dann darauf anspricht. Lieber aktiv werden, neue Wege der Schmerzverarbeitung ausprobieren. Es ist ein Prozess, der in Ihrem Kopf stattfinden muss. Das heißt, Sie müssen viel üben und viele Dinge sind auch schwierig. Also gegen den Schmerz anzugehen, zu sagen, ich habe jetzt Schmerzen und statt dass ich mich ausruhe, lenke ich mich ab oder ich unternehme etwas, kostet viel Kraft. Von Schonung auf Aktivität. Jennifer musste sich sehr umstellen während des Klinikaufenthaltes, aber rückblickend sieht sie das positiv. Also gut fand ich so den
Sport und auch so, wie man darüber gesprochen hat. Mhm. Weil ich habe mich irgendwie sehr verstanden gefühlt und das hat mich, ja, hat mir sehr geholfen. Geholfen hat Jennifer auch Ablenkung, besonders in der Zeit nach dem Klinikaufenthalt. Als Unterstützung bekommt sie eine sogenannte Ablenkungsbox. Denk dir eine Geschichte aus, in der folgende Worte vorkommen sollen. Würfel, Muschel, Eis, Fotoapparat, Radiergummi. Jedes Mal, als ich Schmerzen hatte, habe ich halt da reingegriffen und die Aufgabe erfüllt, sodass ich nicht so an die Schmerzen denken musste und die mehr so im Hintergrund waren. Den Schmerz auch mal vergessen können, ist ein erster Schritt. Dann erlernen hier junge Patienten wie Jennifer Strategien, um mit Stress besser umzugehen. Ob diese funktionieren, zeigt sich im Biofeedback. Hier werden körperliche Rückmeldungen sichtbar. Das ist dein Stresswert oder dein Hautleitwert. Und das ist die gelbe Kurve. Und da soll es einfach darauf ankommen, dass du das schaffst, die Kurve, dass die sinkt. Also dass dein Stresswert runtergeht. Jennifer nutzt eine gedankliche Ablenktechnik und ihre Stresswertkurve sinkt tatsächlich. Ich hätte jetzt nicht so damit gerechnet, aber ich freue mich irgendwie, dass die runtergegangen ist. Biofeedback trainiert Entspannung und gibt den Kindern Sicherheit. Dass sie besser herausfinden, was funktioniert besonders gut. Also wie kriege ich meinen Stresswert relativ gut gesenkt, was ich auch zu Hause in der Schule oder wo ausprobieren kann. Und das kann man eben hier am Gerät gut üben und herausfinden. Wie spricht man mit Kindern, die chronische Schmerzen haben? Was ist die beste Therapie? Wie kann man die jungen Patienten einbeziehen? Ärzte, Therapeuten, Psychologen und Pflegekräfte arbeiten hier eng zusammen und entwickeln gemeinsam das Therapiekonzept. Jennifer lebt heute schmerzfreier. Sie hat sogar neue Freunde gefunden, die ihr gute Wünsche in ein Heft geschrieben haben. Für die Zeit nach der Klinik. Da sind halt viele Erinnerungen drin und da stehen halt auch sehr viele nette Sachen und wenn ich die halt lese, dann denke ich an die Zeit zurück, wo ich hier war und ich bin froh, dass ich hier war. Ja, Professor Zernico, das ist doch schön, wenn man sowas hört, ja, oder? Total. Von so jemandem? Ja. Wie sind wir denn in Deutschland überhaupt aufgestellt mit so Kinderschmerzzentren? Ist das flächendeckend oder ist da noch Luft nach oben? Also da ist sehr viel Luft nach oben. Leider ist es so, dass es das deutsche Kinderschmerzzentrum in Datteln gibt. Da gibt es in Stuttgart und in Augsburg zwei Schmerzzentren. In Garmisch-Partenkirchen macht man noch Schmerztherapie. Und wenn man sich das mal so in Deutschland anguckt, da muss man aus Magdeburg zum Beispiel extrem lange fahren. Ich hatte gerade einen Patienten aus Magdeburg, die sind am Vortag schon losgefahren, haben in der Jugendherberge übernachtet, um dann zu uns zu kommen. Das finde ich eigentlich für ein Land wie Deutschland inadäquat, dass sowas Familien auf sich nehmen müssen. Das stimmt. Kommen wir mal jetzt zu dem, was Eltern tun können, wenn Kinder chronische Schmerzen haben. Also wie können wir die unterstützen? Was ist das Beste? Das Allerbeste ist, dass man erstmal versteht, sowohl die Kinder als auch die Eltern, was ist überhaupt chronischer Schmerz? Und zu verstehen, dass das gelernt ist vom Gehirn wie ein Lied zum Beispiel, dass das wie eine Sprache, dass das Gehirn besser Schmerzen verarbeiten kann und dass es nicht so ist, dass ich auf Schmerz so reagieren muss wie auf akuten Schmerz, nämlich durch Schonung, sondern dass Aktivität, ich habe den Schmerz im Griff, ich kann mich ablenken, ich kann alles erreichen trotz Schmerzen, das ist das Wichtigste für die Kinder. Für die Eltern ist es ganz wichtig, dass sie verstehen, dass sie auf den Schmerz ihres Kindes immer so reagieren, als wenn es akuter Schmerz ist. Das ist sozusagen angeboren, das ist genetisch. Eine Mutter nimmt ihr Baby, wenn es schreit, auf, tröstet es, ist ganz nah bei dem Kind, schont es, also tut etwas für das Kind. Also wenn ein Kind Ohrenschmerzen hat, will nicht zur Schule gehen, hat 40 Fieber, dann ist natürlich so, dass ich diesem Kind ganz viel Liebe entgegenbringe. Ich lege es aufs Sofa, ich mache vielleicht einen Kakao, ich mache ein Zwiebelsäckchen, ich kümmere mich um das Kind. Und das muss ich nicht lernen als Mutter und als Vater, sondern das ist mir angeboren. Das mache ich immer. Und jetzt müssen die Eltern verstehen, dass sie sich für den chronischen Schmerz kontraintuitiv verhalten müssen. Das ist ganz schwer. Gegen die Intuition. Gegen die Intuition. Intuitiv nehme ich jemanden den Arm, tröste jemanden, sage, du Armer, ich frage nach, wie ist das jetzt mit dem Schmerz? Ist schon besser, hat es geholfen. Mhm. Beim chronischen Schmerz hegt man dadurch nur den Schmerz und man hilft nicht dem Kind. Also müssen die Eltern lernen, das Kind ernst zu nehmen. Das Kind simuliert nicht, das hat wirklich Schmerzen. Und trotzdem die Selbstheilungskräfte des Kindes zu unterstützen, die Selbstwirksamkeit des Kindes zu unterstützen. Darin zu unterstützen, das Kind, dass es trotzdem in den Kindergarten geht, trotzdem in die Schule,
trotzdem Freunde trifft. Und immer wieder zu sagen, du schaffst das. Ja. Wie sind denn Ihre Erfahrungen nach einem Aufenthalt in so einem Kinderschmerzzentrum? Wie gut können denn die jungen Patienten das auch in den Alltag übertragen, was sie dort gelernt haben? Mit Unterstützung der Eltern natürlich. Ja, es sind nicht nur die Eltern, auch die Freunde, die Großeltern, genau. Alle, die da sind, müssen unterstützen. Aber 60% dieser Patienten können wir langfristig heilen. Wir haben also Daten über 8 Jahre. Wir können sagen, dass 8 Jahre später noch 60% der Patienten, ich nenne das mal, geheilt sind. Das heißt nicht, dass sie keinen Schmerz haben, sondern dass sie ihren Schmerz im Griff haben und nicht der Schmerz sie in dem Griff hat. Das ist das Wichtige. 40%, die kann man wieder unterteilen. In 20%, denen können wir gar nicht helfen oder die werden sogar schlechter. Und 20%, die werden besser, aber nicht ausreichend. Und diese 20%, die gar nicht besser werden, da kümmern wir uns jetzt drum, indem wir ihnen nach der stationären Aufnahme noch etwas anbieten und gucken, wie kriegen sie das, was sie gelernt haben, besser in den Alltag integriert. Klasse. Das hört sich auf jeden Fall gut an. Eine kurze Frage bitte zum Abschluss noch. Es gibt auch Kinder, die einfach Angst haben, vor Ärzten zum Arzt zu gehen. Haben Sie vielleicht da noch einen knackigen Tipp, wie man ihnen das nehmen kann? Angst wird nicht besser, wenn man drüber redet. Man muss korrigierende Erfahrungen machen. Das heißt, schön ist, wenn man schrittweise das wirklich macht. Man sollte sich nicht der Angst hingeben. Ja. Man sollte mit Kindern korrigierende Erfahrungen machen. Das heißt, zu einem guten Kinderarzt gehen, der einen Kontrapunkt setzt. Okay, danke. Das war erhellend. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren, Professor Dr. Boris Czernicko. Dankeschön. Jetzt kommen wir zu einem Problem, das rund 80% der deutschen Erwerbstätigen betrifft. Die schlafen nämlich schlecht. Das ergab eine Studie einer Krankenkasse. Die Frage ist, was kann man da tun? Wie kann man seinen Schlaf verbessern? Vielleicht mit kleinen technischen Hilfsmitteln. Wir haben deshalb mal diverse Schlafgadgets getestet. Wie viele Menschen in Deutschland hat auch Patrick Händel ein Problem, wenn es Nacht wird. Ich liege sehr oft wach, ich bin sehr unruhig. Und schlafe immer sehr spät ein. Natürlich macht man sich auch viele Gedanken. Habe ich jetzt das erledigt? Und ich muss noch ganz viele Sachen machen für die Arbeit. Die Gedanken kreisen. Ja, morgens fühle ich mich immer ein bisschen gerädert. Bin sehr müde, brauche lange, bis ich in den Tag starte. Ein erholsamer Schlaf. Nicht zu lang und nicht zu kurz. Das wünscht er sich. Diese 3 Schlafhilfen sollen seine Probleme lösen. Ob das funktioniert, wird er testen. Den Anfang macht das Einschlaflicht für 49,90 Euro. Mit ihm soll man schnell in den Schlaf finden, durch ein langsam pulsierendes blaues Licht. Ich bin ein bisschen skeptisch, ob das so funktionieren soll. Patrick Händel soll sich auf das blaue Licht konzentrieren. Es wird in langsamen Abständen stärker und schwächer. Er kann 8 oder 20 Minuten einstellen. Wenn das Licht nach der gewählten Zeit ausgeht, soll der Nutzer gut einschlafen können. Das wird er die nächsten Nächte testen. Ohne Fernsehteam, aber mit Handykamera. Wenn es ausgeht, schlafe ich schon relativ schnell wieder ein. Von daher denke ich schon, dass es mir im Einschlafen ein bisschen hilft. Funktioniert das wirklich so einfach? Das fragen wir Markus Specht, den Leiter des Zentrums für interdisziplinäre Schlafmedizin in Wiesbaden. Die Idee ist letztendlich, durch das sich konzentrieren auf das Licht, so eine Ablenkung von den Alltagsgedanken zu haben oder den schlafbehindernden Gedanken. Und wenn man sich dann eben noch auf die Atmung konzentriert und die Atmung in gleicher Art und Weise langsam auf- und abgehen lässt, dann auch dadurch kriege ich einen physiologischen Input für meinen Körper, dass der sich beruhigen soll. Als nächstes folgt das Kopfkissen mit integriertem Lautsprecher für 34,99 Euro. Über das Audiokabel wird das Kissen an ein Handy oder einen MP3-Player angeschlossen. Nun kann Patrick Händel zu Musik oder einem Hörbuch einschlummern, ohne dabei nervige Kopfhörer tragen zu müssen. Ja, es ist ein bisschen dumpf und es ist kein Stereo, weil es gibt nur eine Boxe. Aber ist Musik hören überhaupt förderlich für einen erholsamen Schlaf? Tatsächlich kann man Patienten, die Schwierigkeiten haben beim Einschlafen, das Musikhören als Einschlafunterstützung tatsächlich empfehlen. Das Ziel ist letztendlich, denke ich schon, dass man über das Musikhören so ein bisschen diese ganzen Alltagsgedanken vergisst, da nicht mehr groß drüber nachdenkt, auf die Sachen eben
die einen vom Einschlafen abhalten. Bei Patrick Hähnel klappt das nicht so ganz. Das liegt allerdings am Kissen. Das Problem ist, dass es einfach nicht nur für meine Ohren ist, sondern auch für den nebendran. Es ist viel zu laut, auch wenn ich es leise einstelle, hört der Nachbar es nebendran. Und auch die Soundqualität ist jetzt nicht gut. Und wie schlägt sich das letzte Gadget? Das ist mit 129 Euro das teuerste im Test. Der Schlafsensor für die Schlafanalyse soll sogar ein ganzes Schlaflabor ersetzen können. Schlafverhalten, Atmung, Herzschlag, Schlafphasen werden gemessen. Der Sensor wird einfach unter die Matratze geschoben. Ich hoffe, dass ich einfach fitter werde und besser weiß, wann ich ins Bett gehen sollte und wann ich am besten aufwache, wann ich aus meiner Tiefschlafphase draußen bin. Die Daten werden via Bluetooth auf eine Handy-App gesendet und dort ausgewertet. Ja, erstmal muss ich mir die App runterladen, mich registrieren. Dann ganz viele Fragen beantworten, wie mein Gewicht, mein Geburtstag, mein Name, meine Größe. Erfährt er so vielleicht, woher seine gelegentlichen Einschlafschwierigkeiten kommen? Bei diesem Gerät hilft ihm Markus Specht. Wie beurteilen Sie denn so die Genauigkeit? Ich finde das schon relativ gut im Vergleich zu manch anderen Instrumenten, dass es mit Sicherheit versucht, über mehrere Kanäle, Bewegung, Herzfrequenz, Atemfrequenz, da Messungen zu machen. Durch diese Daten ermittelt das Gadget auch die unterschiedlichen Schlafphasen. Wann ist er wach? Wann träumt er? Wann schläft er leicht? Wann tief? Das Gerät zeigt mir an, wie mein Schlaf ist, aber es hilft mir jetzt nicht, meinen Schlaf zu verbessern. Also eigentlich würde ich da nur sehen, ich habe ein Problem und da muss ich zu Ihnen kommen letztendlich. Letztendlich, das wäre das, okay, das Korrekte, ja. Das Gerät überwacht den Schlaf und kann den Schlafexperten bei seiner Diagnose unterstützen. Doch eine Selbsttherapie mit diesem Gerät lehnt er ab. Wenn ich schlafgestört bin, da muss ich genau gucken, warum setze ich das an und macht mich das Einsetzen dieser Technik nicht noch schlafgestörter? Und spätestens dann ist es ja ganz klar No-Go. Patrick Hähnel hat sich nach den Tests klar entschieden. Diese kleine Box, wo das blaue Licht an die Decke strahlt und pulsiert, das war eigentlich ganz cool. Wenn man sich so drauf konzentriert, konnte man so ein bisschen seine Gedanken schweifen lassen und man ist schon ganz gut eingeschlafen. Das Kissen ist am zweiten Tag schon durchgefallen, da es einfach zu laut war, auch wenn ich es leise gestellt habe. Ich glaube, das Schlaflabor, das würde ich schon weiternehmen, weil man einfach dann sieht, dass man gut schläft oder manchmal auch dann sagt, ich muss ein bisschen früher ins Bett gehen, dass ich dann doch wieder einen besseren Schlaf bekomme. Also ich glaube, das Schlaflabor würde ich weiter nutzen. Patrick Hähnel möchte es mit dem Schlafsensor probieren. Da seine Schlafprobleme nicht krankhaft sind, hat er dafür das Okay vom Schlafforscher bekommen. Ja, also Schlafstörungen per technische Hilfsmittel zu lösen, ist sicherlich nicht die Lösung, denn Schlafstörungen können ja immer vielschichtige Ursachen haben. So, nach den Einschlaftipps für die Nacht folgen jetzt auch postwendend die Ratschläge fürs Wachbleiben am Mittag. Denn wir werden ja häufig immer dann müde, wenn wir das gar nicht gebrauchen können, ne? Nach dem Mittagessen. Ich persönlich nenne es liebevoll Fressnarkose. Im nächsten Film nähern wir uns deshalb dem Phänomen des etwas schöner ausgedrückten Mittagstiefs. Die Laune ist im Keller, ebenso die Leistungsfähigkeit. Das Mittagstief schlägt zu. Aber wie entsteht das eigentlich? Und was hilft dagegen? Eine kurze Erfrischung jedenfalls nicht nachhaltig. Denn nach dem Essen schaltet der Körper in den Verdauungsmodus. Und das kostet richtig viel Power. Magen und Darm zerlegen die Nahrung und werden dabei verstärkt durchblutet. Das Blut fehlt dann in Muskulatur und Gehirn. Und mit wenig Sauerstoff im Gehirn lässt sich bekanntlich schlecht arbeiten. Was ist also zu tun? Man könnte meinen, schnell mal einen Kaffee gekocht und was Süßes dazu. Das lässt ordentlich weiterarbeiten. Doch weit gefehlt, denn Kaffee steigert die Energie nur für kurze Zeit. Und das Tief danach ist umso schlimmer. Wenn dann noch Zucker dazu kommt, ist das Mittagstief nicht mehr aufzuhalten. Einer Nielsen-Umfrage zufolge greifen die Menschen in Deutschland am liebsten zur Schokolade. Darauf folgen Früchte und Gemüse. Um
gute und gesunde Powersnacks geht's jetzt bei uns. Foodcoach und Sportwissenschaftlerin Jasmin Brandt ist wieder dabei. Genau. Also sag mal, du hast auch gerade diese Umfrage gehört, da haben sie doch, also nicht in meinem Freundeskreis umgefragt. Ich glaube, die haben gelogen. Also Gemüse an dritter Stelle. Ich weiß nicht, wen sie da gefragt haben, aber ich glaube, dass da doch manchmal andere Snacks also auf dem Teller kommen. An eins Schoki und dann gleich Obst und Gemüse folgend. Also das ist... Die hatten bestimmt alle ein schlechtes Gewissen, deswegen haben die das Da gibt es doch noch so vieles. Chips zum Beispiel, Erdnussflips. Genau. Lass uns mal was Gesundes machen, was uns zwischendurch ordentlich schnell wieder einen Energiekick gibt und was auch gleichzeitig noch gesund ist. Genau, weil oftmals greifen wir einfach nur zu der Tasse Kaffee oder vielleicht auch zu der fünften, sechsten, siebten Tasse Kaffee. Ja. Aber wir wollen jetzt Snacks machen, die zum einen, wie du schon sagtest, gesund sind, naturbelassen sind und die auch eiweißreich sind. Denn wir wollen, wenn wir zwischendrin was snacken, natürlich nicht einfach nur Zucker pur zu uns nehmen. Hier ist zwar auch Zucker in Form von natürlichem Fruchtzucker drin, aber wir wollen natürlich trotzdem, dass unser Blutzuckerspiegel konstant bleibt. Und deswegen ist es auch wichtig, wenn wir was snacken, dass wir nicht jede Stunde eine Kleinigkeit essen, weil dann geht unser Blutzuckerspiegel die ganze Zeit wie so eine Achterbahn hoch und runter. Ständig wird Insulin ausgeschüttet und das wollen wir eigentlich vermeiden. Deswegen werden wir unseren Snack aus Nüssen zum einen machen. Wir haben hier verschiedene Sorten. Also wir haben von Haselnüssen über Walnüsse, über Mandeln, die wir hier schon klein geraspelt haben. Und mit Trockenfrüchten, unter anderem Cranberries, Feigen und Datteln. Die geben dem Ganzen eine gute Konsistenz und wir wollen sogenannte Powerballs oder Energyballs machen. Das sieht man hier schon ganz gut vorbereitet. So sollen die am Ende mal aussehen. Das ist natürlich auch sehr vorteilhaft, dass man sich sowas abends oder am Tag vorher vorbereiten kann und dann einfach so mit ins Büro nimmt oder zur Arbeit. Die kannst du sogar einfrieren. Also die halten sich auch sehr lange, das funktioniert auch. Also ich bereite die auch immer in einer größeren Menge vor und dann kann ich mir die eigentlich immer mitnehmen. Was wichtig ist, es ist zwar gesund, aber es enthält natürlich trotzdem Kalorien. Das heißt, manchmal reicht dann auch ein oder zwei welche. Ich würde sagen, also so 10 Stück in der Mittagspause werden dann auch nicht so passen. Nee, das ist immer der Trugschluss, wenn man an gesunde Snacks denkt. Gut, wie machen wir es? Wir nehmen uns mal die Schüssel. Händen. Genau, mit unseren Händen. Das heißt, du darfst hier einmal die Handschuhe anziehen, dann klebt es auch nicht so arg an den Händen. Ich empfehle immer, die Nüsse und die Trockenfrüchte am besten in einem Mixer vorher klein zu machen oder klein zu schneiden. Die dürften aber bestenfalls nicht zu groß sein, sondern sollten so sein, dass man die dann auch ganz gut zusammendrücken kann und damit so kleine Kügelchen formen kann. Wo kaufe ich die denn am besten? In einem Reformhaus oder können es auch die Nüsse aus dem Discounter sein? Gibt es ja auch so Nussmischungen? Ja, ich würde in dem Fall jetzt keine Nussmischung nehmen, sondern ich würde die Nüsse einzeln kaufen, weil oftmals, je nachdem was für eine Nussmischung, haben wir noch ziemlich viel Rosinen dann auch mit dabei und vielleicht nicht gerade die Nuss, die wir wollen. Okay. Aber mittlerweile kannst du die auch nehmen. Hauptsache, sie sind naturbelassen. Ja. Das ist wichtig. Also die gesalzene, geröstete, in Fett getriefte Erdnuss, die brauchen wir jetzt heute nicht. Powerballs mit gesalzenen Erdnuss. Ja, gibt es auch. Du darfst eigentlich mal frei wählen. Wir haben Cranberries, Cranberries, so getrocknete finde ich total lecker. Ich mag auch sehr, sehr gerne Feigen. Mhm. Und zwar nicht nur zum Käse, sondern auch so. Genau. Und vielleicht paar Datteln, die kleben immer ganz gut. Das heißt, wir brauchen etwas, was die Bindung, was die Klebrigkeit hergibt. Und dann das mag ich ja, auf jeden Fall. Ich meine, die Meganuss ist ja wohl die Walnuss. Ne? Ja. Also das ist vor allem die mit den höchsten ungesättigten Fettsäuren, ne? Mit den Omega-3s. Genau, man kann sich bei Nüssen eigentlich auch merken, umso härter die Schale, umso wertvoller der Kern. Ja. Das heißt, da hat die Natur eigentlich schon mitgespielt, weil die eigentlich diese wertvollen Nährstoffe geschützt hat, indem sie einen harten Kern drumherum gebaut hat. Ebenso auch Paranüsse, auch ein sehr, sehr harter Kern, auch sehr, sehr wertvoll. Ich liebe Kakao und vor allem Kokos. Finde ich total großartig. Genau, in Kokos kann man das Ganze jetzt am Ende sogar auch noch wälzen. Das ist auch immer ganz schön. Dann klebt es auch nicht so. Kakao natürlich auch aufgrund von Serotonin und Dopamin, was enthalten ist, als Stimmungsaufhellende. Macht glücklich, genau. Das heißt, wir gehen ganz happy aus der Pause raus, wenn wir unseren Powersnack gegessen haben. Genau, und jetzt kannst du das eigentlich so rollen. Ich würde immer so eine, von der Größe her, so ein kleines Bällchen, wie du das jetzt gemacht hast, empfehlen. Ich habe immer viel Hunger. Ich wollte sagen, das ist schon eine große Schneekugel jetzt eher, die wir hier haben. Ja, genau. Findest du zu groß? Ja, wenn sie noch in den Mund passt, dann ist okay. Ich kann die abbeißen. Genau. Genau, und wenn du die jetzt eingerollt hast, dann kannst du die noch entweder in Kokosflocken oder auch in gemahlenen Mandeln oder in Kakao dann auch wirklich einmal wälzen. Ja, ich bin der Kokosfan, ich möchte noch ein bisschen mehr Kokos hier. Ja. Das ist großartig, das ist echt eine super Idee. Geht auch echt super schnell und lässt sich auch ganz gut für mehrere Leute dementsprechend vorbereiten. Und wie gesagt, bei den Nüssen ist auch der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Man kann auch Cashewkerne nehmen, auch eine sehr leckere und wertvolle Nuss. Beziehungsweise, je nachdem, was einem am meisten schmeckt. Jetzt guck dir das an. Das ist doch ein super Powerball, der in jede
kleine Plastikdose oder Glasdose zum Mitnehmen zur Arbeit passt. Jasmin, ganz herzlichen Dank. Ja, das war wieder ein echtes Aha-Erlebnis, nicht nur für mich, ich hoffe auch für Sie. Das war Rundum Gesund. Bitte bleiben Sie genau so, wie die Sendung heißt, nämlich Rundum Gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.